Hey und ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich mache heute eine Bootstour und ich finde, das ist super, super cool, das Boot. Und ich habe leider ein paar Sachen vergessen zu filmen, beziehungsweise ich habe es eigentlich gelöscht aus Versehen. Das war dann ziemlich doof, aber ich hoffe, ihr könnt das Boot trotzdem sehen. Und dann würde ich sagen, let's begin! Hier ist ein Überbau von dem Boot, wo man reingehen kann. Und dann ist hier auch eine Leiter zum Ausfahren. Hier ist der Name des Boots, aber den wollen wir wahrscheinlich nochmal ändern. Dann muss man das hier so hochziehen und zur Seite schieben. Hier ist dann ein Sitzpolster. Das kann man aber auch umklappen. Dann kann man sich da hinlegen und dann kann hier noch ein Tisch hin, da wo gerade das Kabel ist. Und dann kann man hier so eine ganze Liegefläche machen. Dann ist hier noch eine Sitzmöglichkeit. Da sind noch von JBL die Lautsprecherbox. Dann, wenn man hier hingeht, ist hier noch Platz, um was reinzutun. Hier ist ein Mülleimer. Dann kann man hier Getränke hin tun. Wenn man das hier so dann nach vorne zieht und den Wasserhahn nach vorne tut und das hier umdreht, kann man hier Wasser anmachen. Und das kommt, wenn das hier läuft, kommt das da raus. Und wenn ich jetzt hier wieder zumache, hört es da auch. So, wenn man dann hier weitergeht, ist hier oben der Fahrerbereich, also hier mit lenkt man, damit mein Gas, da ist das Navi und dann ist da noch ganz viel anderes Zeug. Hier kann man sich dann hinsetzen und das hier kann man auch hochklappen, damit man dann höher sitzt, also damit man schön hier drüber gucken kann und nicht nur so gucken kann, um halt zu gucken, dass alles richtig ist, dass man nicht stehen muss. Dann kann man hier das an so Teilen auf und zu machen. Ich habe es jetzt aufgemacht und dann kann man das so aufklappen und dann ist hier vorne kann man dann lang gehen und sich hinlegen. Das machen Sarah manchmal. Und dann ist hier der Anker und da ist die Schnur vom Anker drin. Das hier sind dann noch so Stufen. Hier kann man das dann so verschieben. Und man kann hier noch so ein Moskitonetz rausziehen. Aber das haben wir eigentlich immer drin. Wenn man dann ins Boot reingeht, ist hier eine relativ schicke Sitzecke. Und hier ein Tisch. Den kann man aber auch runter machen und dann nimmt man diese Seitenpolster und kann hier hin tun und dann ist es ein großes Bett. Dann ist hier die Küche. Hier unten ist der Kühlschrank unterziehen und dann. Der ist jetzt aber nicht an. Dann ist hier noch die Herdplatte. Das ist nur eine relativ kleine. Hier dann die Spüle. Und hier halt noch eine Mikrowelle, wo man das warm machen kann. Hier sind so Aufbewahrungsdinger. Das gleiche hier auch nochmal. Und das ist ziemlich cool. Hier kann man das so verschließen, weil so geht das nicht auf. Und dann muss man hier drauf drücken und dann geht das. Hier sind nur so Unterlagen drin. Und hier auch. Wenn man dann hier arbeitet und gerade die Herdplatte benutzt, ist ja nicht mehr viel Platz. Und dann kann man hier noch sowas ausfahren. Ist nicht cool? Dann ist hier noch sowas zum Licht anmachen, Radio anmachen und so. Hier sind dann noch so Hänger, noch so Fächer, wo man was reintun kann. Hier oben kann man noch was reintun. Kann man dann das aufmachen. Also dieses Moskitonetz und dann kann man diese Platte, die da drüber ist, aufmachen, die ihr auch eben von oben sehen konntet. Und dann kann man sich den Sternenhimmel angucken. Dann ist hier die Toilette, beziehungsweise das Bad. Hier kann man das, kann man hier so reintun, ich kriege den Schlauch gerade nicht rein. Dann kann man das aber rausziehen und hier die Dusche haben. Da bin ich, also ein Spiegel. Dusche. Hier ist auch dann noch der Abfluss dazu. Nun der Klette. Ja, sieht eigentlich ganz edel alles aus.
Und hier kann man, wenn man duscht, damit das Holz nicht nass wird, okay, ich habe keinen Bock, das jetzt alles aufzumachen, kann man dieses Ding hier, das so, das kann man dann da rausziehen und hier vorknüpfen. Und ja, da ist noch ein Haken. So. Hier nochmal ein Rundumüberblick. Und was ich noch ganz vergessen habe, hier ist ein Mülleimer und hier ist noch irgendwas, was zum Motor geht. Wenn man dann hier runter geht und wartet, hier kann man dann noch liegen, wenn das ganze Zeug weg ist. Und ja, das ist hier auch ziemlich bequem wieder. Das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Und dann seht ihr jetzt gleich noch ein paar schöne Ausschnitte. Und ich würde sagen, Peace out!